Dann haben Sie noch Gelegenheit, privat zu feiern. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich Ihnen mitteilen, worauf sich die Fraktionen zwischenzeitlich einvernehmlich verständigt haben. Auf Antrag aller im Landtag vertretenen Fraktionen haben wir als neuen Tagesordnungspunkt 1 aufgenommen, die Entsendung von 5 Mitgliedern durch gesellschaftlich relevante Gruppen in die Medienkommission der Landesanstalt für Medien durch den Landtag Nordrhein-Westfalen gemäß § 93 Absatz 4 Landesmediengesetz NRW. Eine Aussprache hierzu wird nicht geführt. Und wie gestern schon angekündigt, wurden folgende Gesetzentwürfe zur dritten Lesung aufgenommen, und zwar als neuen Tagesordnungspunkt 7 mit Redezeit Block 1, Gesetz zur Regelung des Vollzugs der Freiheitsstrafe und zur Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen, Drucksachennummer 5413 in der Fassung des Neudrucks, und in Verbindung damit Gesetz zur Regelung des Strafvollzugs in Nordrhein-Westfalen, Drucksache 4155, und als neuen Tagesordnungspunkt 8, ebenfalls mit Redezeit Block 1, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer, Drucksachennummer 7147. Die Veränderung der Tagesordnung, dazu sehe ich keinen Widerspruch, dann verfahren wir so, und die Live-Tagesordnung wird dann gleich auch so geändert im Netz erscheinen. Damit treten wir dann ein in die Beratung der heutigen Tagesordnung, und ich rufe auf den soeben aufgesetzten Tagesordnungspunkt 1. Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtags, Drucksache 7634. Entsendung von 5 Mitgliedern durch gesellschaftlich relevante Gruppen in die Medienkommission der Landesanstalt für Medien durch den Landtag Nordrhein-Westfalen gemäß § 93 Absatz 4 Landesmediengesetz NRW. Die Medienkommission, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist neben dem Direktor weiteres Organ der Landesanstalt für Medien. Ihr obliegen alle maßgeblichen Entscheidungen nach § 94 Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen. Die Amtszeit der ordentlichen Mitglieder der Medienkommission und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter beträgt 6 Jahre. Die gegenwärtige Amtszeit der Medienkommission endet am 01.03.2015, gemäß § 127 Absatz 1 des Landesmediengesetzes NRW. Der Gesetzgeber hat durch das 14. Rundfunkänderungsgesetz die Zusammensetzung der Medienkommission für zukünftige Amtsperioden neu geregelt. Unter anderem werden nach § 93 Absatz 4 Satz 1 Landesmediengesetz NRW 5 Mitglieder durch gesellschaftlich relevante Gruppen entsandt, die in der Gesamtsicht mit den nach dem § 93 Absatz 1 bis 3 Landesmediengesetz NRW bestimmten entsendeberechtigten Stellen die Vielfalt der aktuellen gesellschaftlichen Strömungen und Kräfte in Nordrhein-Westfalen widerspiegeln. Verbände und sonstige nicht öffentlich-rechtliche Organisationen, die nicht bereits nach § 93 Absatz 3 Landesmediengesetz NRW entsendeberechtigt sind, ist nach dem Gesetz die Gelegenheit einzuräumen, sich für die jeweils nachfolgende Amtsperiode beim Landtag um einen Sitz in der Medienkommission zu bewerben. Das Bewerbungsverfahren und die Bewerbungsfrist sind im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen und im Online-Angebot des Landtags sowie der Landesanstalt für Medien bekannt gemacht worden. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens lagen insgesamt 13 Bewerbungen vor, die insgesamt die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllten. Die Liste der Bewerbungen ist allen Fraktionen bei Eingang der einzelnen Bewerbungen sowie im Nachgang in einer Gesamtübersicht zur Verfügung gestellt worden. Dieses Verfahren war zuvor zwischen den Fraktionen so einvernehmlich verabredet worden. Es handelt sich um folgende Bewerberinnen und Bewerber in alphabetischer Reihenfolge. Erstens Alevitische Gemeinde Deutschland, zweitens Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure, Verband deutscher Drehbuchautoren, drittens Chaos Computer Club, viertens Culture Commons Collecting Society, fünftens Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen, sechstens DBB NRW, Beamtenbund und Tarifunion, siebtens Europa-Union NRW, achtens Freifunk Rheinland e.V., neuntens GKWR EK, zehntens Landesarbeitsgemeinschaft Westen in NRW e.V., Schwulennetzwerk NRW e.V., elftens Mehr Demokratie NRW, zwölftens Verband Deutscher Schriftsteller Landesverband NRW,
13 Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen e.V. Der Landtag, liebe Kolleginnen und Kollegen, beschließt gemäß § 93 Absatz 4 Satz 5 Landesmediengesetz mit Zweidrittelmehrheit, welche der Bewerber für die neue Amtsperiode einen Sitz in der Medienkommission erhalten. Dazu möchte und muss ich vorab ergänzende Hinweise geben. Erstens, die gesetzlich vorgesehene Zweidrittelmehrheit ist nach meiner Auffassung als Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen zu werten. Denn eine höhere Anforderung, zwei Drittel der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Landtags, kommt nur bei ausdrücklicher Anordnung in Betracht. Daran fehlt es vorliegend. Zweitens, das Wahlverfahren ist ansonsten gesetzlich nicht geregelt. Die Abstimmung über die zu entsendenden Gruppen kann durch das übliche Verfahren des Handaufhebens gemäß § 43 Absatz 1 unserer Landtagsgeschäftsordnung. Ich fände es schon schön, wenn die Landesregierung und die Vertreter der Landesregierung auch zuhören würden. Kann durch das übliche Verfahren des Handaufhebens durchgeführt werden. Dabei stehen alle Bewerber zur Abstimmung. Drittens, der Abstimmungsvorgang selbst soll so ablaufen, dass die Gruppen einzeln aufgerufen und zur Abstimmung gestellt werden. Da lediglich 5 Gruppen gewählt werden können, hat jede Abgeordnete und jeder Abgeordnete insgesamt auch nur 5 Stimmen. Wird in der Abstimmung einer Gruppe eine Zweidrittelmehrheit erreicht, ist diese gewählt. Das führt dazu, dass beim Einzeldurchgang aller Bewerber nach Erreichen der 5. gewählten Gruppe der Wahlvorgang beendet werden muss. Denn der 6. vergebene Sitz führte zur Unzulässigkeit des Beschlusses. Ich gehe davon aus, dass sich gegen diesen Modus, so wie eben vorgetragen, kein Widerspruch hier im Parlament erhebt. Das ist so, das stelle ich fest. Da das Wahlverfahren auch zur Frage der Reihenfolge der zur Abstimmung zu stellenden Bewerber nicht gesetzlich geregelt ist, ist noch die Frage nach der Reihenfolge des Aufrufs miteinander zu klären. Grundsätzlich kommt der Aufruf der Bewerber in alphabetischer Ordnung in Frage. Die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP haben einen Antrag gestellt, nach einer näher bezeichneten, nicht alphabetischen Reihenfolge für die ersten 5 Bewerber abzustimmen. Ich werte dieses Begehren als Antrag zur Geschäftsordnung den Wahlvorgang betreffend. Die Fraktion der Piraten hat einen Wahlvorschlag für 5 Gruppen unterbreitet, den ich nach Rücksprache mit der Fraktion ebenfalls als Vorschlag zur Geschäftsordnung werte. Da es sich um 2 unterschiedliche Vorschläge handelt, in welcher Reihenfolge der Aufruf der ersten 5 Bewerber zur Abstimmung vorzunehmen ist, möchte ich vor der eigentlichen Abstimmung in der Sache und über die zu bestimmenden Vertreterinnen und Vertreter, möchte ich also vor der eigentlichen Abstimmung über die Bewerber darüber abstimmen lassen, in welcher Reihenfolge abzustimmen ist. Hier ist der Antrag der Fraktion der Piraten zeitlich vor dem Antrag der übrigen Fraktionen eingegangen. Und deshalb stelle ich diesen Antrag als erstes zur Abstimmung. Und vor dieser Abstimmung wird das Wort gewünscht von Herrn Kollegen Schwert gemäß § 47 unserer Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Redezeit kurz zu dem Vorgang äußern, den wir heute spontan als ersten Tagesordnungspunkt behandeln. Gestern Nachmittag wurde ein Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung vorgelegt. Es ist völlig unverständlich, warum dieser Antrag so kurzfristig erfolgen musste. Die einzige Erklärung ist, dass Sie beinahe die Frist versäumt hätten, die der Landtag nach § 127 des Landesmediengesetzes NRW einzuhalten hat. Herr Kollege Schwert, darf ich Sie kurz unterbrechen? Der § 47, auf den Sie sich berufen, heißt Erklärung zur Abstimmung. Der gibt einen ganz schmalen Grad her, dass Sie sich zu Ihrem Abstimmungsverhalten, das gleich erfolgt, äußern und nicht eine Sachdebatte dazu führen. Ich bitte Sie, diese schmale Gratwanderung nicht zu verletzen. Hier wird heute, und das ohne Debatte, eine riesige Chance vertan. Es hätte die Möglichkeit gegeben, Vertreter der Netzgemeinde in die Medienkommission zu entsenden und damit Millionen von Internetnutzern in NRW eine Stimme zu geben. Es haben sich genug Gruppen aus dem Bereich der neuen Medien beworben.
Man hätte den Chancen und Risiken des Wandels zur digitalen Informationsgesellschaft Rechnung tragen können. Aber das wollen Sie offensichtlich gar nicht. Sie haben hier einen billigen Deal gemacht, mit der CDU eine ganz große Koalition eingegangen. Herr Kollege Schwert, Sie ignorieren die Internetnutzer. Herr Kollege Schwert, ich habe Ihnen jetzt das Mikrofon ausgeschaltet, weil Sie nicht zuhören, wenn ich versuche, Sie zu unterbrechen. Ich habe Sie auf die engen Grenzen des Paragraphen 47, auf den Sie sich ausdrücklich berufen haben, eine Erklärung zu Ihrem eigenen Abstimmungsverhalten hingewiesen. Ich rede im Moment mit Herrn Kollegen Schwert. Was Sie machen, ist aber eine inhaltliche Debatte über das Verfahren zu führen. Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, Ihr persönliches Abstimmungsverfahren zu benennen und zu erklären und nicht bitte wieder in die Sachdebatte einzusteigen. Okay. Wir haben hier auf dieser Liste mehrere Vertreter der Netzgemeinde. Und wir haben einen entsprechenden Wahlvorschlag vorgelegt, die entsprechend berücksichtigen. Es wäre durchaus möglich oder es wäre sogar angezeigt gewesen, davon einen zu berücksichtigen. So wie das hier läuft, ist das Spielchen unwürdig. Sie machen uns hier lächerlich mit diesem Vorgehen. Sie machen die Landesmedienanstalt damit lächerlich. Und Sie ziehen Ihr eigenes Gesetz damit ad absurdum. Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir eine sehr klare und sehr eindeutige Geschäftsordnung. An vielen Stellen ist sie in der Tat interpretationsfähig und es ist für das sitzungsleitende Präsidium, für die sitzungsleitende Präsidentin oder den Präsidenten nicht immer einfach zu erkennen, ob die Möglichkeiten der einzelnen Paragraphen genutzt oder ausgenutzt, benutzt, instrumentalisiert werden. Ich sichere dem Parlament zu, dass wir genau diese persönliche Erklärung, die nach § 47 angemeldet waren, exemplarisch noch einmal benutzen werden, um mit den parlamentarischen Geschäftsführern und Geschäftsführern darüber zu reden, ob wir an einzelnen Stellen, was die Frage persönlicher Erklärungen angeht, unsere Geschäftsordnung noch klarer zu fassen haben. Denn sonst treten immer wieder Situationen wie die eben erlebte hervor. Das war die Erklärung von Herrn Kollegen Schwert. Wir sind aber eigentlich, wenn Sie sich noch erinnern, gemeinsam an der Stelle, dass wir über die beiden miteinander konkurrierenden Anträge, in welcher Reihenfolge abzustimmen ist, uns jetzt entscheiden müssen. Ich hatte vorgetragen, dass der Antrag der Piraten zeitlich vor dem Antrag der übrigen Fraktionen eingegangen ist. Das war ein konkreter Wahlvorschlag. Und ich frage jetzt, wer dafür ist, in der Reihenfolge des Vorschlags der Piraten gemäß dem der Unterrichtung vom 17. Dezember 2014, Drucksache 7634, beigefügten Schreiben abzustimmen, der möge jetzt die Hand heben. Das sind die Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP, vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem soeben von mir festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag der Fraktion der Piraten auf Abstimmung nach dem benannten Vorschlag abgelehnt. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den gemeinsamen Vorschlag von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP gemäß dem der Unterrichtung vom 17. Dezember 2014, selbe Drucksachennummer wie eben, beigefügten Schreiben abstimmen zu lassen. Wer sich für diese Reihenfolge und dieses Abstimmungsverfahren ausspricht, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und die FDP. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Einzelne Piraten. Vielen Dank. Wer möchte sich enthalten? Weitere zwei Enthaltungen bei den drei Enthaltungen bei den Piraten. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Vorschlag, so wie ihn SPD, CDU, Bündnis 90 die Grünen und FDP vorgelegt haben, angenommen. Und das war ein Verfahrensvorschlag. Damit können wir dann auch nach diesem Verfahrensvorschlag, den Sie eben angenommen haben, verfahren. Und wir stimmen daher nach folgender Reihenfolge ab. Erstens Alevitische Gemeinde Deutschland e.V., Landesverband Nordrhein-Westfalen,
zweitens DBB, NRW, Beamtenbund und Tarifunion, drittens Europa-Union, NRW, viertens Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in Nordrhein-Westfalen e.V., Schwules Netzwerk NRW e.V., fünftens Verband Deutscher Schriftsteller, Landesverband NRW, sechstens Bundesverband der Film- und Fernsehregisseure e.V., Verband Deutscher Drehbuchautoren e.V., siebtens Chaos Computer Club e.V., achtens und dann so weiter. Sie kennen die Reihenfolge. Nun zum eigentlichen Wahlvorgang. Aus der Liste der Bewerberinnen und Bewerber schlagen die Fraktionen vor. Erstens die Alevitische Gemeinde Deutschlands e.V., Landesverband Nordrhein-Westfalen. Über diesen ersten Vorschlag lasse ich jetzt abstimmen und mache noch einmal darauf aufmerksam, dass jeder Kollege, jede Kollegin 5 Stimmen hat für die einzelnen Wahlgänge. Wer zustimmt, dass der erste Bewerber, die Alevitische Gemeinde Deutschland, gewählt werden soll, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Einzelne Piraten. Wer möchte sich enthalten? Die in Anführungsstrichen anderen restlichen Mitglieder der Fraktion der Piraten. Damit ist mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit nach dem Landesmediengesetz als erster Bewerber die Alevitische Gemeinde Deutschland gewählt und hat damit einen Sitz in der Medienkommission. Ich rufe auf die Wahl des zweiten Bewerbers, vorgeschlagen hier DBB, NRW, Beamtenbund und Tarifunion. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Die mehrere Piraten. Vielen Dank. Wer möchte sich enthalten? Niemand. Weitere Piraten enthalten sich. Vielen Dank. Damit ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis als zweiter Bewerber DBB, NRW, Beamtenbund und Tarifunion mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gewählt und hat einen Sitz in der Medienkommission erhalten. Ich rufe auf die Wahl des dritten Bewerbers, hier vorgeschlagen Europa-Union NRW. Auch hier führen wir die Abstimmung durch. Wer dafür ist, bitte ich jetzt um das Handzeichen. SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Piraten. Vielen Dank. Wer möchte sich enthalten? Niemand. Dann stelle ich auch an dieser Stelle fest, dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Europa-Union NRW erzielt wurde durch das festgestellte Abstimmungsergebnis und auch die Europa-Union NRW einen Sitz in der Medienkommission erhalten hat. Ich rufe auf den vierten Bewerber, Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW e.V., Schwules Netzwerk NRW e.V. Auch hierüber lasse ich wie bereits zuvor abstimmen. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und die Piraten. Vielen Dank. Stimmt jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? Das ist auch nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in NRW e.V., Schwules Netzwerk NRW e.V. nicht nur die Zweidrittelmehrheit, die erforderlich ist, erhalten hat, sondern sogar einstimmig gewählt wurde und einen Sitz in der Landesmedienkommission erhalten hat. Ich lasse abstimmen über den fünften Bewerber, Verband Deutscher Schriftsteller, Landesverband NRW. Wer hier zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Die Piraten. Vielen Dank. Wer möchte sich enthalten? Niemand. Dann stelle ich fest, dass auch der fünfte Bewerber, der Verband Deutscher Schriftsteller, Landesverband Nordrhein-Westfalen, die nach dem Landesmediengesetz erforderliche Zweidrittelmehrheit erhalten hat und damit einen Sitz in der Medienkommission bekommt. Damit stelle ich fest, dass alle 5 Sitze verteilt sind, die den gesetzlich relevanten Gruppen zustehen. Damit ist entschieden, dass die übrigen Bewerberinnen und Bewerber die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht mehr erreichen können. Und ich schließe hiermit den Wahlvorgang an dieser Stelle. Das ist so. Dann